In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit dem Google Tag Manager einen Download trackt. Ich habe euch hier auf unserer Website unter Download Tracking eine widerruf.pdf-Datei hinterlegt und wir möchten jetzt tracken, wenn jemand auf diesen Link klickt und die Datei herunterlädt. Besprich dich kurz mit deinem Partner, wie du das tracken kannst, was du hier unter Tags, Trigger, Variablen einstellen musst, um das Ganze perfekt zu tracken. Pausiere jetzt das Video, bespreche dich kurz und komm dann zurück zu dem Video. Also, da wir ein Download-Tracking nutzen möchten, sind wir auf jeden Fall bei den Klicks richtig. Höchstwahrscheinlich ist die Click-URL das richtige Element. Bei Trigger können wir hier schon sagen, okay, das ist auf jeden Fall was mit einem Klick zu tun hat. Deswegen fallen die anderen eigentlich alle raus. Und jetzt schauen wir uns das Ganze genauer an. Also, Variablen. Muss ich nichts machen. Hier habe ich schon die Click-URL. Trigger, setze ich einen neuen Trigger auf, klicke hier auf Klick, sag nur Links, denn was wir tracken, ist ja ein Link. Und aktivieren bei heißt, auf welche Seite soll dieser Trigger aktiviert sein. Und das ist natürlich nur diese Seite hier, Luxury Customers Download Tracking. Wenn natürlich die Datei noch auf weiteren Seiten wäre, müsste ich hier ein Plus hinzufügen. Vorausgesetzt natürlich, ich möchte das alles unter einem Aspekt später in Google Analytics sehen. Hier wähle ich dann aus die Page URL entspricht oder ist gleich hier diese URL. Das Feld mache ich wieder weg. Klick auf Weiter, auslösen bei einigen Klicks. Und jetzt sage ich hier die Click-URL und kopiere den Link, Adresse des Links kopieren, genau. Füge es hier ein und dann sage ich hier auch wieder entspricht oder ist gleich. Und ich benenne unseren Trigger noch. Nun haben wir den Trigger erstellt und nun erstellen wir das passende Tag dazu. Es ist ein Google Analytics Tag, Universal Analytics passt und hier bei Tracking ID wähle ich wieder unsere Tracking ID aus und dann ist es ein Ereignis, ein Klick ist definitiv ein Ereignis. Hier kann ich einzelne Parameter noch einstellen, die ich an Google Analytics senden will. In diesem Fall mache ich das jetzt mal der Einfachheit halber nicht. Dann klicke ich hier auf Weiter. Und auslösen bei wähle ich unseren Trigger aus, den wir gerade eben erstellt haben. Dann benenne ich noch das Tag und im nächsten Schritt erstelle ich es. Nun haben wir das Tag erstellt. Wir aktualisieren den Vorschau-Modus, gehen auf unsere Seite, laden diese Seite neu. Und um das Ganze zu testen, lohnt es sich, die STRG- oder Command-Taste zu drücken, denn dann wird die Datei in einem neuen Tab geöffnet und wir können auf der linken Seite sehen, was passiert und auch, ob unser Tag ausgelöst wurde. Und ihr seht hier, unser Tag wurde ausgelöst, höchstwahrscheinlich passt alles. Ich kann hier auch nochmal in den GTM-Link-Klick schauen, das war wirklich dieser Klick auf den Link, der das Ganze ausgerufen hat und somit ist alles richtig konfiguriert. Was ich insgesamt noch schauen muss, sehr wichtig ist, es gibt oft auf größeren Webseiten natürlich konkurrierende Klicks. Und ich möchte immer nur das tracken, was natürlich mein Ziel ist. Wenn jetzt natürlich auf einer anderen Seite noch andere widerruf.pdf-Dateien wären, die ich nicht mittracken möchte, dann muss ich das natürlich in meinen Tag-Einstellungen genauso einstellen, dass es wirklich passt.